Heinz Biegler unterrichtet. Der international bekannte Altsaxophonist und Klarinettist hat sich zum Ziel gesetzt, talentierte junge Musiker zur professionellen Reife auszubilden. Im Rahmen des Freizeitwerkes Bern gründete er eine Jazzschule, die nach der Methode der weltberühmten Berklee High School arbeitet. Heinz Biegler hat selber an der Berklee School studiert. Toni Hostetler, erster Soloposaunist des Berner Symphonieorchesters, ist Bieglers rechte Hand und unterrichtet vor allem in den theoretischen Fächern. Wer in die Schule eintreten will, muss für die Aufnahmeprüfung gute theoretische und praktische Grundkenntnisse mitbringen. Über die Ziele der Berner Jazzschule sagte uns Heinz Biegler anlässlich der Eröffnung: Der moderne Jazz fordert eine Schule, wie sie Berklee aufgebaut hat. Das ist eine Schule mit Konservatoriumsprinzip, also mit Rhythmik, Gehör, Harmonik, Kontrapunkt und andere wichtige Fächer. Dabei ist ganz speziell Wert gelegt auf Big Band spielen und Small Band. Jetzt in Bern machen wir genau das Gleiche. Wir wollen quasi eine Berklee School eröffnen. Wir haben zwei wichtige Punkte, instrumentale Ausbildung und Theorie, wobei die instrumentale Ausbildung Sachen einschließt wie Technik vom Instrument, Arrangement, Big Band und Improvisieren. Während der Theorie werden Sachen behandelt wie Rhythmik, Gesetze von den Akkorden, Harmonik und Arrangement.